Und der Zeitpunkt ist ja auch nicht ganz zufällig. Also gerade in dem Augenblick, in dem die Bauernproteste zum ersten Mal wirklich massiv gegen die Ampel demonstriert haben, kam dann glücklicherweise diese Inszenierung von Korrektiv über ein Treffen, das ja viel, viel früher stattgefunden hat, das schon im November stattgefunden hat. Also ich glaube, man muss kein Verschwörungstheoretiker Naja, sein, um zu offenbar sagen, schon, offenbar schon. das passt irgendwie doch perfekt dazu. Ja. Und dazu Eine kommt noch, und große damit, und Verschwörung von Ampel und ich Korrektiv, glaube, oder was damit wollten mit Sie jetzt einem sagen? können Sie, glaube ich, weniger gut umgehen, nämlich mit dem, was jetzt noch folgt. Und auch das ist evident, dass nämlich eine grüne die im Fernsehrat ist, dass die den Tagesschau-Chef dazu gebracht hat, weniger über die Bauernproteste und mehr über die Proteste gegen die AfD zu berichten. Das heißt, genau in dem Augenblick, in dem die Ampel wirklich massive Legitimationsprobleme bekommen hat, mehr als noch durch die schlechten Umfragewerte. Glaube ich, in diesem Augenblick beginnt diese Inszenierung. Das kann kein Zufall sein. Also das passt einfach zu gut und es ist einfach auch, denke ich, etwas Absurdes, dass Demonstrationen stattfinden, an denen die Regierungsmitglieder teilnehmen. Also was soll das denn bedeuten? Also die Regierung subventioniert oder finanziert non-governmental organizations, die dann Propaganda für die Regierung machen. Das ist genau das, was wir beobachten, und zwar unter diesem wunderbaren Titel Zivilgesellschaft. Dieser Begriff Zivilgesellschaft ist längst gekapert worden. Wenn Sie sich angucken, wer damit gemeint ist, dann sind das genau diese non-governmental organizations, die unendlich viel mit dem Government, mit der Regierung zu tun haben. Das ist nicht mehr so wie früher, dass die unabhängig von der Regierung irgendwie bestimmte Issues, bestimmte Themen verfolgen würden, sondern die werden finanziert von der Regierung. Und das ist, glaube ich, das ist keine Verschwörungstheorie und das ist etwas, was sehr systematisch betrieben wird. Und für mich ist das ein gespenstisches Bild, wenn Massendemonstrationen stattfinden, Demonstrationen, die normalerweise als kritische Instanzen gedacht sind, und zwar im Regelfall gegen die Regierung, dass die, wenn sie so wollen, mit Hilfe der Regierung und mit Beteiligung der Regierung stattfinden. Ich kenne das nur aus der DDR.